Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir eine neue Box vorstellen, die man online kaufen kann. Das ist die You Try Me Box. Also wenn du Box drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die You Try Me Box habe ich tatsächlich auch schon auf anderen Kanälen gesehen. Zum Beispiel hat die liebe Nasti die damals auch mal vorgestellt. Jetzt wurde die mir aber nochmal empfohlen von der lieben Suna, msusu auf Instagram. Folgt ihr. Die ist echt großartig. Das ist so Beauty-Guru schlechthin. Also die Frau hat echt Ahnung und die testet viel und die ist cool. Die ist echt cool. Ja, das muss man wirklich sagen. Sie hat mir auf jeden Fall gesagt, Claudi, kennst du eigentlich die You Try Me Box? Ich sage, ja, habe ich schon mal gesehen. Weiß ich nicht, ob ich die mag. Und dann sagte sie, ja, die haben jetzt gerade aktuell im Beauty-Bereich mega coole Sachen, die den Wert der Box mega übersteigen. Guck dir die mal an. Habe ich mir angeguckt, habe ich mir direkt gekauft. Das Schätzchen kostet 24,90 €. Und das ist eine einmalige Geschichte. Wenn du bei Google Gutscheincodes You Try Me Box oder so eingibst, dann kriegst du nochmal 5 € Gutschein. Und ja, ich habe hier allerhand stehen. Das ist aus dem Bereich Beauty. Ich habe ein Haushaltsprodukt und ich habe Essen. Oder Food-Bereich. Genau, das Ganze kam in einer Box. So sieht das Logo übrigens aus. Hast du aber wahrscheinlich eben auch schon im Thumbnail gesehen, weil ich dir das gezeigt habe, weil ich das da benutzt habe. Egal, keine Ahnung. Die kannst du dir selber zusammenstellen. Und ja, die You Try Me Box hat dann quasi für einen Artikel entsprechend einen Platzhalter in der Box. Und dieser Platzhalter füllt sich halt, je nachdem, welche Produkte du so anklickst. Du kannst jedes Produkt nur einmal in die Box legen. Und genau, da ist oben dann so eine Leiste, die sich dann halt von Produkt zu Produkt füllt und irgendwann ist die Box einfach voll. Die Box kostet aber immer das Gleiche, ganz egal, was du reinpackst. Und das ist super interessant. Also, ne, das ist jetzt auch wirklich ein reines Vorstellen von einer Box, die ich jetzt so kennengelernt habe. Ich zeige dir die Produkte, die ich in meine Box gepackt habe. Und wenn du möchtest, kannst du dir die gerne auch holen. Ich packe dir dazu den Link unten in die Infobox. Das ist einfach nur eine Ausprobierbox. Keine Ahnung. Ich finde es ganz interessant, weil so kann sich jeder als Produkttester fühlen und zahlt nur 25 € für eine Box. Und das finde ich cool. So, jetzt zeige ich dir mal, was ich mir für coole Artikel geholt habe. Der erste Artikel ist etwas random. Es ist halt ein Haushaltsartikel von Podiboy. Fand ich interessant. Das ist ein mit Bio-Alkohol gefüllter Glas- und Flächenreiniger. Und ja, Glasreiniger kannst du immer gebrauchen. Und das fand ich interessant. Und der kam mit in die Box. Ich gucke auch mal, ob ich dir irgendwie den Wert irgendwie von den Produkten einblenden kann. Als nächstes war ich im Bereich Food sehr aktiv. Da habe ich mir einiges geholt. Ein bisschen was zum Naschen von Jelly Belly. 20 Flavors, das sind diese Jelly Bellies halt, ne? Das ist lecker, das schmeckt gut. Ja, die kann man halt immer gut hinstellen, wenn Besuch da ist. Ich werde auch heute nichts in dem Video probieren, weil mein Freund kocht gerade Spaghetti Bolognese. Da möchte ich, ne? Ich habe Hunger und da, genau, möchte ich vorher nicht naschen. Das ist dann auch irgendwie, macht man nicht. Genau, und hier ist the Original Gourmet Jelly Bean. Die ganz normalen Jelly Beans halt drin. Die kannst du schön halt in so ein Schälchen machen, wenn Besuch kommt. Ist ganz witzig, weil dann entweder schmeckt es mega geil oder die verziehen die Gesichter, weil es furchtbar schmeckt, weil gerade irgendein Ekelgeschmack erwischt wurde. Ja, hier hast du sogar Schokoladenpudding mit drin. Der helle Wahnsinn. Und dann habe ich mir von iChock etwas geholt. Feel Free Expedition Sunny Almond. Also das ist dunkle Mandel-Nougat-Schokolade mit Crisp. Und die ist vegan. Und da sind 50 Gramm drin. Und das finde ich cool. Genau, die wollte ich ausprobieren. Fand ich interessant. Dunkle Schokolade mag ich eigentlich nicht so gerne. Aber das fand ich sehr, sehr ansprechend. Allein, dass es halt quasi vegan ist, mit Kokosblütenzucker, fand ich einfach interessant. Deswegen habe ich die mitgenommen. So, dann hast du hier nochmal Vegan Smoothie. Gummies, die habe ich mitgenommen. Mixed Fruit Chews von Lüders. Also die Marke sagt mir so auch nichts. Ist auch nur bis Oktober haltbar. Da sind drin 80 Gramm. Es ist vegan und da bin ich auch gespannt drauf, wie das schmeckt. Auch das ist halt wieder so eine schöne Größe, die du halt in ein Schälchen machen kannst, wenn Besuch kommt. Ja, jetzt, ich habe die Box bestellt, da waren es hier 40 Grad, Leute. Deswegen musste ich einfach mit von Dolphin. Polaretti Fruit, das ist aus Italien ein Produkt, ohne Konservierungsstoffe und ohne Farbstoffe. Kennt ihr die noch? Das sind diese Eisviecher. Das heißt, man packt die ganze Packung in die Kühltruhe und dann hat man da ganz viele verschiedene Eisdinger. Ich liebe das und ja, einfach halt so Rausschiebeeis, ne?
Und ja, finde ich total praktisch, finde ich cool. Dann kann man sich auch mal kurz abkühlen und ja, hat so ein Wassereis. Das schmeckt halt nicht so ultra intensiv, weil da halt keine Farb- und Konservierungsstoffe drin sind. Gut, Farbstoffe schmecken nicht, aber ne, halt keine Konservierungsstoffe. Aber ich denke, das wird ganz geil werden. Das kommt gleich auch direkt in die Tiefkühltruhe, beziehungsweise morgen, weil wir morgen noch die Kühltruhe abtauen wollen bei uns, genau. Brauche ich da vorher nicht reinpacken, das macht keinen Sinn. Und da hast du halt verschiedene Fruchtgeschmäcker drin. Original italienisches Wassereis mit Fruchtsaft. Okay, italienisches Wassereis, keine Ahnung. Ne? War aber halt mit drin, fand ich cool. Und da sind halt auch irgendwie 10 Stück oder so drin. Und das ist noch länger haltbar. Ja, 10 Stück sind da noch drin. Und das ist haltbar bis 06/2021, also das hält dir noch Ewigkeiten. Dann ist hier ein Tee, den ich mir noch mit reingepackt habe. Den kannst du kühl und warm trinken. Das ist ein Himbeer-Kirschtee von Milford. Yo. Mit kaltem Wasser aufgießen steht hier auch. Das heißt, du musst es gar nicht mit kochendem Wasser aufgießen. Und das fand ich super. Und das ist eine Originalgröße. Und das, ja, durfte deswegen einfach auch mal mit. Himbeer-Kirschtee, kalter Tee im Sommer ist ultra. Trinke ich richtig, richtig gerne. Dann habe ich mir ganz viele Getränke mitgenommen. Und zwar habe ich mir von Albi 2 Säfte mitgenommen. Das sind diese zwei hübschen. Das ist einmal mit Calcium und mit Magnesium ein Saft. Und einmal mit Eisen und Vitamin B12. Und das sind halt Fruchtsäfte und das sagt man nicht nein, ne? Hat mir gefallen und ja, ich glaube, da ist auch jeweils ein Liter drin. Jo, ne? Sagst du nicht nein? Das geht doch voll klar. Ja, etwas, wo ich dachte, die sind wohl größer, aber manchmal muss man halt etwas mehr nachlesen und nicht einfach nur bestellen. Von Fürslauer, das Balance Juicy, habe ich einmal geholt Pink Grapefruit und einmal in Zitrone. Und das sind so niedliche 0,2 Liter pro Flasche, ne? Ja, ne? Die finde ich so immer ganz lecker, wenn ich beim DM bin und mir dann was kaufe. Dann kaufe ich mir meistens noch ein Fläschchen davon mit und trinke das dann. Aber ja, ich dachte, das wären 1 Liter Flaschen. Egal, sie sind halt auch mit dabei und hat ja, ne, insgesamt nur 24,90 bzw. für mich 19,90 € gekostet, weil ich diesen Gutscheincode genommen habe. Mensch, dann habe ich mir noch das Kräuterwasser mitgenommen von Gerold Steiner in 2 verschiedenen Sorten. Auch das müsste jeweils 0,75 Liter, genau. Das hier ist Erfrischungsgetränk mit Mirabelle und Melisse. Geschmack sanft prickelnd. Finde ich für den Sommer unfassbar toll, wenn du so ein bisschen Geschmack noch im Wasser mit drin hast. Und das andere ist mit Apfel, Melisse und Lavendelgeschmack. Beide sind wohl leicht prickelnd, das heißt mit minimaler Kohlensäure. Finde ich ganz angenehm und für den Sommer ganz erfrischend. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Beauty-Artikeln, die ich mitgenommen habe. Du hast ja verschiedene Kategorien, aus denen du dir was halt in den Einkaufskorb packen kannst und jo, ich habe mich ausgetobt. Auch wenn ich keine Badewanne habe, aber ich habe öfters Verlosungen und da packe ich gerne so Badesalze mit rein und die finde ich für den Sommer so schön. Da habe ich einmal von Kneipp mitgenommen, die Badekristalle mitgenommen vor allem, ne? Mit in den Korb gepackt. Hashtag locker bleiben mit Hanf und Patchouli. Das fand ich witzig. Also entweder kommen solche Produkte bei mir mit in die Verlosung oder also in diverse Verlosungen, die ja ständig bei mir auf dem Kanal abgehen. Oder ich packe die halt so bei Geschenken mit dabei, wenn Freunde Geburtstag haben oder Familie, ne? Das passt auch immer super in eine Karte. Dann habe ich mitgenommen, auch von Kneipp, das Cremebad Kurzurlaub mit Kokosmilch und Monoiröl. Und das gibt einen cremigen Schaum. Und das war eine Limited Edition. Das fand ich auch super interessant. Ja, deswegen durfte das halt auch mit. Und noch eine Limited Edition von Kneipp Badekristalle Pool Party mit Hibiskus und Rhabarber. Ich finde es cool, dass man solche Produkte halt auch dort auswählen kann, ne? So, und jetzt habe ich quasi, ich sag mal, oder ich denke mal, das hochpreisigste von allen. Da ist von Aroma Garden, habe ich, ja, waren Produkte da, die, da habe ich mir 3 Stück in den Warenkorb gelegt. Einmal Gold Boosting Lips, das ist ein Cell Regenerating Anti-Aging Balm, also das scheint ein Lippenbalsam zu sein, der halt regenerierend für die Lippen ist. Und ja, das finde ich ganz interessant. Das ist, was macht das? Das soothes, lifts and nourishes, also das nährt, das macht weich und das liftet halt auch so ein bisschen, also glättet in dem Sinne ja. Das ist Naturkosmetik, made in Germany und hat sogar ein Abfalldatum, ein Verfalldatum drauf, das finde ich auch immer sehr interessant. Also, das soll ein voluminierender Lippenbalsam sein,
der quasi die Lippen aufplumpen lässt und intensiv nährt. So sieht der auf jeden Fall aus. Und ja, es ist halt ein Lippenbalm, ne? Also da sieht man nicht viel. Der riecht aber sehr angenehm. Also ich finde, dass er sehr hochwertig aussieht, ne? In dieser goldenen Verpackung. Und ja, deswegen ist er mit in der in den Korb gelandet. In dem Korb. Ja, hier habe ich ein Produkt dazwischen von Gisane. Aber irgendwie Gisane Naturkosmetik, irgendwie ist mir hier dieses Ding wohl abgegangen. Beziehungsweise ist es ohne dieses Ding geliefert worden. Ist wohl kaputt. Ärgerlich. Es ist aber eine Gesichtsseife. Damit kann man quasi das Make-up entfernen. Also ja, das finde ich auch sehr interessant. Die besonders hautfreundlichen Aleppo-Seifen werden aus pflegendem Olivenöl und antiseptischem Lorbeeröl gefertigt. Sie sind zur Pflege von Händen, Körper und Gesicht sowie als Rasierseife geeignet. Ja, und das kommt aus Syrien. Fand ich auch sehr interessant. So, dann habe ich hier noch zwei Produkte von Aroma Garden. Einmal die Divine Mask. Ja, das ist eine Lehmmaske. Und auch hier steht es wieder nicht auf Deutsch drauf. Toll. Auch das Naturkosmetik, das soll man wöchentlich auftragen und 10 bis 20 Minuten drauf lassen und mit lauwarmem Wasser abwaschen. Und ja, danach am besten den Divine Moisturizer verwenden, der sich auch hier noch mit befindet. Ich versuche es jetzt vorsichtig zu öffnen. Da sind sogar 50 Milliliter drin, also das scheint auch ein richtig großes Tübchen zu sein. Ja, und das sieht auch echt hübsch aus. Guckt ihr das an. Das finde ich richtig hübsch. Aroma Garden GmbH, das sagt mir auch so leider nichts. Wird aber auf jeden Fall mal getestet, weil Lehmmasken mag ich gerne. Okay, das ist auch noch zu, aber wie man hier im Deckel sieht, scheint es so ein grünes Gedöns zu sein, wie man das halt kennt. Ja, und das riecht halt einfach natürlich hier durch, ne? Und hier bei der Maske wäre auch tatsächlich noch ein Beipackzettel mit dabei. Ich gucke mal, ob da irgendwas drin steht. Ja, es steht auf Deutsch drin. Woo! Tagtäglich ist ihre Haut zahllosen Angriffen, meist durch Umweltverschmutzung, ausgesetzt. Eine wöchentliche Gesichtsreinigung ist deshalb unumgänglich geworden, um Hautunreinheiten vorzubeugen und eine glatte, geschmeidige Haut wiederzubekommen. Zu diesem Zweck hat Aroma Garden für sie die Divine Mask entwickelt. Diese Maske wirkt entgiftend, aktivierend und belebend. Poren werden verfeinert und die Haut fühlt sich wieder weich an. Sorgfältig ausgewählte Naturessenzen kombiniert mit grüner Momorilonite-Tonerde lösen abgestorbene Hautzellen und bekämpfen Hautunreinheiten. Die grüne Tonerde enthält zahlreiche Mineralstoffe und Spurenelemente, die eine Reinigung, Remineralisierung und Stärkung der Haut bewirken. Verstärkt wird dies durch das adstringierende und reinigende Bergamottöl. Das ätherische Öl aus Lavendel klärt, strafft und beruhigt die Haut. Divine Mask. Eine Anwendung pro Woche wird empfohlen, um ihre Haut wieder samtig, ebenmäßig, klar und rein erstrahlen zu lassen. Der angenehme Duft ätherischer Öle trägt zu ihrem Wohlbefinden bei. Dank ihrer Formel ist Divine Mask für alle Hauttypen geeignet. Ne? Ich liebe solche Beschreibungen, das muss ich ja wirklich sagen. So, und du hast da drin Tonerde. Diese grüne Momorilonite-Tonerde. Pflanzenöle, also Jojoba-Pflanzenöle, Vitamin E, Lavendel, Myrrhe, Bergamotte und Geranie als ätherische Öle und Rosenwasser, Blütenblätter aus der Damascener-Rose. Das ist schon cool, ne? Es ist hier wirklich wie ein Beipackzettel beschrieben. Das finde ich schon sehr hochwertig alles, ne? Und ich glaube, dass es auch eine relativ hochwertige Geschichte war. Deswegen, ne? Denk immer dran, 24,90 € für die Box, da sagst du nicht nein. Und ein schicker Glastiegel ist auch mit am Start. Doch, ich denke, dass ich die auch wirklich mal dann wöchentlich benutzen werde und dir dann mal erzählen werde, wie sie war. Ja. Und dann ist ja noch dieser Divine Moisturizer mit dabei, den man ja quasi danach verwenden soll. Auch hier wieder Bioöle und Organic, Cosmos Organic und hast du nicht gesehen. 99,9% Natural Origin of Total. Keine Ahnung. Läuft. Genau, genau, genau. Und der sieht ja ziemlich ähnlich aus und ist ein Divine Moisturizer und ist hier im Glastiegel. Und auch hier wieder ein Beipackzettel. Dann lesen wir uns mal durch. Das ist doch aufregend. Also, was sich der Autor dabei gedacht hat. Aroma Garden hat eine optimale Gesichtspflege entwickelt, Divine Moisturizer. Diese Creme besitzt eine feine, seidige Textur und versorgt ihre Haut ausreichend mit Feuchtigkeit. Sie macht sie frischer und zarter.
Die tiefenwirksame Versorgung mit mehr als 80 Nährstoffen sorgt für Geschmeidigkeit und Elastizität, ohne einen Fettfilm auf der Hautoberfläche zu hinterlassen. Das Geheimnis von Divine Moisturizer liegt in seiner außergewöhnlichen Formel. Hauptbestandteil dieser ausgewogenen Mischung aus ätherischen Ölen ist die Immortelle, die Blume der ewigen Jugend. Ui, läuft, nimm ich. Ewig jugendlich sein, von der Haut her ist ganz geil. Dieses ätherische Öl sowie Jojoba- und Arganöle aktivieren die Zellerneuerung und kräftigen die Haut. Beigefügte Hyaluronsäure, Vitamin C und E erhöhen die Wirkung der ätherischen Öle und schützen ihre Haut vor freien Radikalen, deren schädigenden Einflüssen sie Tag für Tag ausgesetzt sind. Divine Moisturizer steht für frische und junge Haut. Divine Moisturizer, einfach und rasch auftragen. Ihre Haut wird mit Mineralien versorgt und revitalisiert. Sie erhält einen seidigen Glanz. Die angenehmen Düfte der ätherischen Öle bewirken ein angenehmes Wohlbefinden und voller Elan starten sie in den Tag. Dank ihrer Formel ist Divine Moisturizer für alle Hauttypen geeignet. Ich glaube, dass diese Divine-Geschichten sowieso für alle dann geeignet sein werden. Jedenfalls steht das ja ständig hier überall drin, ne? So, die natürlichen Wirkstoffe von Divine Moisturizer. Da haben wir einmal als Pflanzenöle Jojoba und Argan. Als Vitamine die Vitamine C und E, wie eben schon angekündigt. Dann Hyaluronsäure. Ätherische Öle sind sau viele. Ilang Ilang, Blütenblätter der Damaszenerose, wie auch eben schon in der Maske, Lavendel, Jasmin, Geranie, Immortelle, Myrrhe, Karotte, auch gut, Zistrose und Zeder, Pfefferminze und Elemi. Cool. Ich bin ja wirklich gespannt, wieso der Gesamtwert von den Produkten in der Box ist, ne? Und ja, da muss man halt ein bisschen warten und dann erneuern sich ja die Sachen in diesem Shop und dann kann man sich wieder eine neue Box bestellen und das finde ich halt eigentlich auch ganz geil. Du hast halt keine Verpflichtung, ne? Du bestellst halt immer nur dann, wenn du denkst, ja, ich kriege die Box wohl mit Sachen voll, wo ich Bock drauf habe. So, und ich blende dir mal hier den Gesamtwert von den ganzen Produkten, die hier so auf meinem Tisch stehen, ein. Ich bin wirklich gespannt und ich denke, dass es irre hoch sein wird. Ich denke so 100 Euro. Bäm, habe ich jetzt mal rausgehauen. Weiß ich nicht, weil ich schätze das hier relativ teuer ein, ne? Keine Ahnung. Naja, ich finde es auf jeden Fall interessant. Wenn dich das auch interessiert, schau gerne in die Infobox, da habe ich dir den Link reingemacht. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!